Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir zwei Gäste wieder bei uns sitzen, nämlich aus der Kinderkirche. Möchtet ihr euch einmal vorstellen? Ja, hallo, ich bin Gesa Domann. Genau, und ich bin 37 Jahre alt und vor 2 Jahren mit meiner Familie hier nach Sieg gezogen. Ich komme eigentlich ursprünglich auch aus dem Kreis Stormann. Und wir waren lange Zeit in Göttingen und jetzt sind wir mit den 3 Kindern zu den Großeltern und der gesamten Familie zurückgezogen. Genau, und jetzt bin ich hier gut angekommen und arbeiten tue ich als Förderschullehrerin in Mölln und bin dort erstmal nur 2 Tage tätig. Ja, und ansonsten gerne hier in Sieg unterwegs. Ich bin Sonja Zeback, ich komme ursprünglich auch aus Meilsdorf, also bin schon mein ganzes Leben hier in der Gemeinde, bin hier aufgewachsen. Ich habe 2 Kinder und arbeite in Hamburg als Augenoptikerin und ich bin 44 Jahre alt. In unserem Podcast ist es ja üblich, dass unsere Gäste erstmal mit der Engelrunde beginnen, die wir auch mit unseren Konfis machen. Mögt ihr denn mal erzählen, wie es euch heute so geht und wie euer Tag bis jetzt so war? Ja, also es ist ja Sonntagabend jetzt und das Wochenende neigt sich dem Ende entgegen. Und ich liebe irgendwie ja Wochenende und es passiert gerade wieder so viel, weil so viele Veranstaltungen sind und man viel unterwegs ist. Gestern war ich wieder auf einem Konzert bei Bosse und es ist einfach so, dass ich jetzt so Sonntagabend, genau, man müsste eigentlich das Wochenende nochmal Revue passieren lassen. Morgen geht die Woche wieder los und ich bin erfüllt und gleichzeitig aber auch ein bisschen kaputt. Sehr schön. Ich bin eigentlich ganz entspannt. Wir hatten ein ganz schönes Wochenende mit unserem Stoppelfest in Meilsdorf. Das ist immer ganz spannend und das war jetzt endlich nach der Corona-Pause wieder das erste Jahr, dass das wieder stattfinden konnte mit Laterne laufen und großem Feuer und Grillwurst und Waffeln von der Jugendfeuerwehr. Das ist immer ganz toll. Man trifft natürlich ganz viele Leute, die man schon ewig kennt oder auch gerade ganz neu kennengelernt hat, kann sich ein bisschen austauschen, unterhalten und ja, ich freue mich jetzt auf den Feierabend gleich, aber bin auch ganz gespannt, was hier jetzt so passiert. Es ist das erste Mal ja, dass wir bei euch sind und ich finde es ganz toll, sowas mal mitzuerleben. Ja, mega, wir freuen uns auch. Also dann können wir auch gleich mal mit dem Thema starten. Wollt ihr mal erzählen, wie ihr so dazu kamt, die Kinderkirche hier wieder neu aufleben zu lassen in Sieg? Ja, also wie kam das dazu? Genau, wir sind ja vor 2 Jahren, wie gesagt, hier nach Sieg zurückgezogen und davor waren wir in Göttingen. Ich habe 3 Kinder und mit meiner älteren Tochter war ich dort in meinem Kindergottesdienst und das hat mir so gut gefallen und das waren echt tolle Eltern, die das organisiert haben und am Ende habe ich da auch mitgewirkt und ich habe mich immer gefreut darauf. Und dann kam ich hier wieder an und dachte, ja, irgendwie so an einem Sonntag gar kein Kindergottesdienst. Ich möchte das mal irgendwie wieder in Bewegung bringen und habe festgestellt, hier gibt es gar nichts. Und dann hat eine Freundin von mir gesagt, frag doch mal Sonja Zeback. Die hat bestimmt auch Lust. Ich kannte Sonja gar nicht. Und dann habe ich immer gesagt, ach Sonja, haben uns irgendwo mal getroffen. Wo war das denn, Sonja? An der Sporthalle beim Kinderturnen. Ach, genau. Ah. Ja. Und Sonja, die sagte auch direkt, ach ja, da habe ich Lust zu. Ja. Ich bin da ja immer sehr spontan. Das fand ich irgendwie richtig gut, dass ich schon dachte, cool. Und dann können wir mal zu zweit durchstarten. War irgendwie alles relativ spontan, würde ich dann schon sagen. Und dann haben wir uns mit Frau Potter getroffen. Und ja, sind dann mal in die Planung vom ersten Gottesdienst gegangen. Und da sind wir, glaube ich, ziemlich gut auf einem Nenner gewesen. Und ja, sind immer lustige Planungen. Wir haben so viele Ideen, genau. Dass wir schon ganz viele Sonntage gedanklich auch schon bestückt haben. Ach toll. Und dann mal schauen. Freuen uns auf jedes Mal. Ja. Wenn das endlich wieder losgeht. Ich kannte das auch schon von meinem großen Sohn. Es gab ja hier schon mal eine Kinderkirche früher. Und da sind wir dann auch ab und zu mal gewesen, eigentlich ziemlich oft gewesen. Und er fand das immer total toll. Und meine Tochter und mein Sohn, die sind so 6 Jahre auseinander vom Alter her. Und die kannte das gar nicht. Und als du mich dann ansprachtest, Gesa, gesagt hast, lass uns das mal machen, habe ich gedacht, ja, yeah, super. Ja, cool. Und wann war nochmal euer erster Gottesdienst hier, den ihr zusammen gemacht habt? Oh ja, was so Daten angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich sehr schlecht. Hatten wir jetzt gerade den 4. Gottesdienst? Wir hatten gerade den 4., also 4 Monate. Wow. Wir machen das ja immer nur einmal im Monat. Und ich glaube, also Ende April, kann das sein, hatten wir den ersten Gottesdienst. In den Ferien setzen wir dann ja aus. Ja, und Ende April haben wir gestartet. Ja, ist ja auch schon eine ganz schöne Zeit jetzt, ne? Also
4 Monate. Es fühlt sich noch gar nicht so lange an, weil es ja immer nur, jetzt nur 4-mal war. Aber ja, wir hoffen, dass jetzt es sich noch weiter rumspricht und noch mehr Kinder kommen. Ja, jetzt Ende, August haben wir den nächsten Gottesdienst dann ja zum Thema Erntedank, wollen wir den auch gestalten. Beim letzten Mal waren wir mal in der Kirche und haben uns die Kirche ja angeschaut und ja, irgendwie freue ich mich jetzt auch wirklich wieder und dass wir auch dieses Jahr schon noch ein paar Gottesdienste, August, September, Oktober, November und Ende Dezember dann nicht. Ende September haben wir. Ja, den nächsten. Ende September, stimmt. Genau, kurz vorm Erntedankfest ist das dann ja. Da haben wir was ganz Spannendes. Wir wollen wieder basteln mit den Kindern. Ah, wie toll! Und wie gestaltet ihr eigentlich eure Gottesdienste? Also könnt ihr ein Beispiel dafür geben, was so ein typischer Ablauf bei euch ist? Erstmal machen wir immer so eine Mini-Vorstellungsrunde, weil ja auch immer andere Kinder, neue Kinder kommen. Dass wir auch einmal so wissen, wie die heißen und dass die so ein bisschen auftauen und alle so ein bisschen kennenlernen. Und dann haben wir immer ein Lied, was wir immer singen, mit dem starten wir immer und tanzen auch ein bisschen dazu, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie sich die Kinder auch trauen. Also die trauen sich manchmal dann auch gar nicht. Es wird aber oft zum Ende des Gottesdienstes oder der Kinderkirche dann lockerer. Dann ja, wir haben auch bewusst ein Lied zum Einstieg, das wir jedes Mal singen und auch zum Abschluss, so den Klassiker Laudato Si, dass irgendwie alle Kinder auch schon wissen, was kommt. Und es kommen ja Kinder auch immer wieder jetzt schon. Und das finden wir einfach so wichtig. Das ist eingängig und das war uns, dass der Gottesdienst irgendwie lebhaft ist. Also, dass wir singen, dass wir gemeinsam auch was basteln und machen. Und wenn ein Kind mitmachen möchte, macht es mit und tanzt mit und das andere sitzt vielleicht nur auf dem Boden und guckt zu. Das ist das, was uns auch ganz wichtig war. Und dann haben wir natürlich ein Oberthema, was uns begleitet. Und wir haben jetzt auch verschiedene, entweder Geschichten vorgespielt und gemeinsam mit den Kindern über die Geschichte gesprochen. Beispielsweise hatten wir Thema Frieden, genau, ganz am Anfang. Und haben mit Puppen einfach eine Geschichte vorgespielt und gemeinsam überlegt, was ist Frieden überhaupt und im gemeinsamen Miteinander. Ja, und das macht den Gottesdienst dann eigentlich aus, dieses Thema. Und dann basteln wir halt zusammen. Und zum letztes Mal gab es natürlich eine Rallye durch die Kirche. Da gab es einen Schatz zum Schluss. Und Das ist auch Kirche irgendwie anders, finde ich. Ja, wir versuchen das immer bunt zu machen auch. Ne? Ja. Das, finde ich, macht es dann bei uns auch aus. Vielleicht haben einige das auch schon gesehen. Wir haben bei dem Thema Frieden, was du eben erzählt hast, haben die Kinder ihre Hände abgezeichnet und haben dann aus verschiedenen farbigen Papier ihre Hände zusammen ausgeschnitten. Und dann haben wir ein großes Peace-Zeichen in die Pastoratsscheune, wo wir immer Kinderkirche feiern. Wie haben toll. Wir ins Fenster geklebt. Also alle, die da vorbeilaufen, die können mal hochgucken. Noch hängt es da und leuchtet für den Frieden. Mega schön, ja. Das macht Kirche auch so greifbar dann. Also im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man da so viel Interaktion mit hat, auch mit Basteln und so, ist voll schön. Cool. Ja, wir haben ja auch gesagt, also uns ist wichtig auch, dass die Eltern auf jeden Fall mitkommen können, weil wir jetzt ja eigentlich so die Zielgruppe von 3-Jährigen bis 7-Jährigen ansprechen. Und die Kleinen, so ganz alleine, können die ja noch nicht da bleiben. Und das ist irgendwie auch nett, einfach dann die anderen Eltern mit dabei zu haben und auch mitzuwippen und mit einzubeziehen. Und beim Basteln auch sonst ein bisschen mit unterstützen. Aber jeder, der dann gehen mag, der kann auch gehen. Und das ist, bin ich gespannt, wie sich das so weiterentwickelt. Ja, wir versuchen das auch immer ein bisschen gemütlich zu machen. Also wir sitzen nicht auf Bänken, auf Stühlen oder so. Wir setzen uns immer auf den Fußboden mit gemütlichen Kissen im Kreis und schauen immer, dass wir dann nochmal ein paar bunte Tücher und Blümchen und eben, wenn wir eine Geschichte hören oder so, auch ein paar Püppchen dazu haben, dass wir das nicht nur hören, sondern eben auch vorspielen können, manche Sachen. Genau. Schön, ja. Und wie viele Teilnehmer habt ihr so pro Gottesdienst? Könnt ihr da sowas sagen? Also gestartet sind wir richtig stark. Da waren wir 20 Kinder. Genau. Wow. Das war toll. Wirklich toll. Jetzt beim letzten Gottesdienst waren es 8, aber auch eine total nette Gruppe. Und so bummelig irgendwie, würde ich jetzt mal sagen, so bei 10 Kindern da drumherum, das könnte man jetzt sagen. Und wir hoffen aber tatsächlich auf noch ein bisschen mehr Resonanz. Dass, wir hätten noch mehr Platz. Genau, haben wir. Und dann rücken wir sonst einfach auch noch ein bisschen enger zusammen. Das geht ja auch. Wie erfahren denn die Leute so von euch? Ist das so mehr Mundpropaganda oder seid ihr so auf Social Media aktiv? Wie ist das so? Wir schicken auch immer die Einladung über Facebook rum. Mhm. Und dann wird sie nochmal rumgeschickt über Instagram.
Und an die Kindergärten schicken wir die dann noch, dass die über den Kindergartenverteiler in Prag und hier in Sieg. In den Brunsbeek. Brunsbeek und genau, Sieg, genau. Brunsbeek da geht es nochmal per Mail rum an die Eltern. Machen die netterweise für uns. Ja, schön, das ist ja gut dann, ja. Das ist dann auch direkt ja eure Zielgruppe ja auch da, ne? Also. Ja, genau, das ist uns irgendwie auch wichtig, dass die wirklich hier direkt und schön ist. Es ist irgendwie auch, wenn man fußläufig ja alles zu erreichen ist. Also das finde ich auch so wichtig, auch selber, man kommt mit dem Fahrrad an und hier aus dem Wohngebiet sind letztes Mal die Kinder rübergekommen und das ist so, so schön. Ja, wir starten immer um 11. Das finde ich ist auch eine ganz tolle Zeit eigentlich, von 11 bis 12, dann ist schon so das Frühstück abgeschlossen und alle sind schon ein bisschen aufgewacht. Und danach kann man dann nach Hause gehen und für die Kleineren dann auch Mittagsschlaf, das muss man ja irgendwie auch dann noch mit bedenken, die das dann noch brauchen, dass die dann Zeit haben. Ja, und dann hoffen wir mal, also ich glaube auch die Verbreitung, wir könnten das noch mehr publik machen, glaube ich. Aber vielleicht auf diesem Wege fühlen sich ja auch noch mal einige angesprochen. Ja, bestimmt. Also. Sehr cool. Wo du gerade davon gesprochen hast, was dir besonders wichtig ist, was gefällt euch denn an der Arbeit mit gerade so jungen Kindern am besten? Ja, ich finde ja persönlich, also wann kommt diese Spannung, die da ist, wenn sie erstmal so ganz, sie kommen so leise rein, gucken sich um und man kann sie so begeistern und auch von Geschichten, dass sie so wirklich mitreisen und gespannt zuhören und das finde ich einfach total schön und wenn man gemeinsam singt und ja, man merkt richtig, wie sie mit der Zeit auftauen und mittanzen das und auch mitdenken und man gemeinsam nochmal einen ganz anderen Blick auch auf Kirche oder Geschichte hat oder die Geschichte, die man dann vorliest, dass die Kinder irgendwie einen ganz anderen Blick nochmal da manchmal darauf haben als man selber. Ja, da kommen manchmal sehr interessante Gedanken, die man selbst gar nicht so hatte beim Vorbereiten für unsere Kinderkirche oder auch Kommentare, wo man dann denkt, wow, so denken dann die Kids darüber. Also das ist doch nochmal was Besonderes. Ja, und die Freude wirklich, die Aufregung. Und als wir auch die Rallye gemacht haben, das ist dann wirklich zu sehen, boah, da draußen hängen schon irgendwelche Hinweise und die Spannung ist da. Und dann gehen wir zusammen raus. Und das macht halt so Spaß. Und der Schatz am Ende, und dass man echt denkt, ja, wir haben gemeinsam irgendwie 2-3 Stunden vorbereitet. Und die Kinder, die sind auch bei der Sache und genießen das. Das glaube ich, ja. Voll schön. Habt ihr denn auch ein Lieblingsthema, so was ihr bisher behandelt habt oder was ihr noch behandeln wollt? Also eigentlich ist, glaube ich, immer das, für mich ist immer das aktuelle Thema das Lieblingsthema. Ja, sehr gut. Also ich fand es bisher immer, hatten wir ganz tolle Sachen und auch immer ganz unterschiedliche Sachen. Aber jedes Mal, wenn wir planen, denke ich wieder, oh, das ist jetzt irgendwie richtig toll und da freue ich mich ganz besonders drauf. Und wenn es dann erledigt ist, ist man ganz glücklich und wir freuen uns dann immer direkt, dass alle so strahlend nach Hause gelaufen sind mit ihren gebastelten Sachen oder eben mit dem Schatz letztes Mal in der Hand und da ja auch im wahrsten Sinne des Wortes dann nochmal wirklich was mitnehmen können aus dieser Kinderkirche. Und ja, es ist jedes Mal wieder. Ja, ich mag persönlich auch gerne so Themen wie Liebe, Gerechtigkeit oder ja, Frieden jetzt auch. Das ist ja dann nicht nur rein kirchlich oder eine biblische Geschichte, sondern dass es wirklich auf das allgemeine Miteinander einfach immer zu übertragen ist und jeder seinen eigenen Blick darauf hat. Also das mag ich wirklich gerne und am liebsten eigentlich Kinderbücher, die man vorlesen kann, die einfach schön illustriert sind und dann da ein Thema so aufgreifen. Das finde ich, da habe ich irgendwie immer richtig Spaß dran und ich liebe Kinderbücher, die irgendwie toll sind und ein Thema und Kinder begeistern. Das mag ich gerne. Dann kann man das auch mal gut so weitergeben, dann auch, wenn man das alles so selber so schön findet und so gut aufnehmen kann, dann kann man es auch am besten weitererzählen dann. Ja, genau. Ja, schön. Was wünscht ihr euch denn für die Entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit in konkret unserer Gemeinde hier in Sieg? Ja, ich würde mir tatsächlich gerne, weil meine Tochter zum Beispiel jetzt in die Nachbargemeinde zum Kinderchor geht, und ich würde mir das hier vor Ort einfach wünschen, dass da zum Beispiel wirklich, man fährt da wann auch immer, einfach alleine mit dem Fahrrad, geht zu Fuß hin und hier wird gesungen. Das würde ich toll finden. Da hätte ich zum Beispiel Lust zu. Und dass jetzt auch mal wieder Kinderfeste oder so stattfinden. Genau, dass man hier, weil der Platz um die Kirche rum, ich finde den einfach
großartig, den kann man gut nutzen mit diesem alten Baumbestand und ob nun ein Flohmarkt oder ein Theaterstück und dass man da so zusammenkommt, ja, das würde ich schön finden. Das sehe ich genau so. Das hast du wunderbar zusammengefasst. Musik, finde ich, ist immer ein großes Thema und ich glaube, da lässt sich viel draus machen. Nicht nur unbedingt der Kinderchor, sondern auch ja, übergreifend für die größeren Kinder vielleicht, dass man da schaut, ob man mal irgendwas mit Musik macht, vielleicht auch draußen, wenn schönes Wetter ist. Ja, und was so generell in der Kirche passiert, bekomme ich noch nicht so viel mit. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob ich mich selber da noch nicht intensiv genug informiere oder auf verschiedenen Plattformen nachgucke. Aber manchmal würde ich mir wünschen, dass, weil es passiert ja auch viel hier in der Gemeinde, dass das noch transparenter gemacht wird. Oder man hier vorbeifährt und sieht auf einem Plakat, ach, das fand jetzt statt, dass man doch als Bürger hier dann mehr weiß, was passiert. Das wäre schon schön. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Gehen wir gern weiter. Auf jeden Fall. Einmal eine anknüpfende Frage daran, wo ihr jetzt gerade schon eure Wünsche geäußert habt. Wenn ihr etwas in unserer Gemeinde verändern könntet, was wäre das? Habt ihr da ein aktuelles Beispiel, was euch auf dem Herzen liegt besonders? Da stecke ich persönlich noch in den Kinderschuhen bei der Gemeindearbeit hier. Also das könnte ich jetzt noch gar nicht. Ich fühle mich hier sehr gut aufgenommen und von den Pastoren gut an die Hand genommen und könnte das gerade noch gar nicht sagen. Aber du steckst ja noch, bist ja schon länger, Sonja, dabei. Ne? Ja, also ich würde da das Thema Musik nochmal aufgreifen. Also ich würde mir tatsächlich mal das ein oder andere Mal wünschen, dass vielleicht mal unser Gospelchor, den wir hier ganz in der Nähe haben, mal in dem Gottesdienst mal öfter dazukommt. Mhm. Weil ich persönlich auch zwar nicht gut, aber unheimlich gerne singe. Und das finde ich immer total toll, weil die auch so mitreißend sind. Und ja, das wäre mal was, worüber ich mich freuen würde, so ja, im Gottesdienst. Ja, wir hatten das auch auf den letzten Konfirmationen, da hatten wir auch einen Gospelchor und das kam auch total gut an, deswegen kommt es bestimmt auch in den Gottesdiensten gut an, könnte ich mir auch vorstellen. Also ich finde ja im Kindergottesdienst, da steckt irgendwie so viel Leben drin, weil die Kinder ja einfach da sind und machen und erzählen und tun und sich melden und dann will der eine erzählen und dann der andere erzählen. Ich finde, das ist so bei einem Gottesdienst eigentlich auch schön, weil man weiß, man kommt da rein und es ist Leben irgendwie da und auch lebhaft. Und so ein Chor macht es dann auch wieder lebhaft. Oder dass man doch mal aufsteht und mitklatscht. Oder dass man so richtig beschwingt aus dem Gottesdienst rausgeht und sich sagt, so, und jetzt kann es mit der Tag weitergehen. Ja, das geht uns immer nach der Kinderkirche so, ne? Dass wir da ganz beschwingt rausgehen und sagen, ach, war das schön. Ja. Voll gut. Das ist ein schönes Abschlusswort. Genau, deswegen, wir sind jetzt auch schon am Ende wieder von unserer Podcast-Folge angelangt. Also schön, dass ihr heute da wart. Das war sehr cool, sehr informativ. Genau. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Herzlichen Dank. Es hat ganz viel Spaß gemacht mit euch. Ja, und mit euch auch. Ja, genau. Wollt ihr nochmal sagen, wie ihr auf Facebook zu finden seid, damit unsere Hörerinnen gleich wissen, wonach sie schauen müssen? Ja, das steckt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Also wir sind tatsächlich im Moment nur zu finden über eine Facebook-Gruppe, die nennt sich Du kommst aus Sieg, wenn... Und da nutzen wir das immer so ein bisschen als Sprachrohr, weil da ganz viele Sieger auch sich angeschlossen haben. Ja, wunderbar. Da findet man uns bisher. Okay, super. Ja, das ist doch schon mal gut zu wissen. Okay, gut, danke dann, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr heute nochmal da wart. Und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.